Welcome back, back, Ladies and Gentlemen. Ich bin's Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Ghost Extra Video und diesmal gehe ich auf die Update-News vom 24.06. ein. Bis jetzt gab es dazu noch kein Video, da ich einfach diese Neuerungen teilweise nicht ganz verstehen konnte. Deswegen habe ich erstmal ein paar Videos aufgenommen. Die werdet ihr auch noch sehen. Werdet ihr wahrscheinlich vor diesem Video hier gesehen haben. Und da habe ich mich mehr oder weniger fast schon blauäugig in dieses Update reingestürzt. Aber jetzt wollen wir uns das Ganze genauer anschauen, indem ich jetzt einfach hier auf die Update News eingehe. Und da haben wir als erstes Updating The Ritual. Ich werde jetzt hier nicht alles, was da steht, komplett vorlesen in jedem Punkt, denn das ist teilweise verwirrend. Aber das Ritual oder diese Gille, die man hinspray, hat sich verändert. Ihr seht das ja auch schon. Es gibt hier visuelle Upgrades, finde ich sehr, sehr cool. Es wurden auch neue Sounds hinzugefügt. Und vor allem, sie ist auch viel, viel größer. Die ist ungefähr doppelt bis dreimal so groß wie die vorherige. Deswegen braucht man, kann man es jetzt nicht mehr in so kleinen Fluren oder sowas platzieren. Ihr braucht jetzt wirklich Platz dafür. Auf der einen Seite finde ich es cool, na, weil jetzt hat man eine schöne, so ein schönes großes Pentagramm. Auf der anderen Seite doof, denn wie gesagt, euch geht der Platz irgendwann aus. Aber ja. Uh, the Ritual has become more atmospheric. New sounds of the environment during the Ritual. Also während, ja. Das anhabt und darauf steht, habt ihr neue Sounds. Das ist cool. Das soll das Ganze atmosphärischer gestalten. Das Sound of Blowing Out Candles, auch wenn ihr sie anzündet, sprich, wenn die Kerzen ausgeblasen werden oder sie ange angezündet werden, klingt das Ganze jetzt viel cooler. Sound Effects of Seals, Redesigned Image of Seals, äh, Increased Size of Seals, New Seal Rendering Shader. Gut, also auf gut Deutsch neue Sounds, neue Optik. Ja, das war es im Grunde und natürlich auch die Größe hat sich geändert. Ist sehr, sehr cool. Und es gibt jetzt noch was Neues, und zwar ein New Event during the Ritual. During the Ritual, at the Difficulty Levels, Experience and Madman, there is a chance that the äh, was? That a portal to the world of shadows will open. Sieht richtig cool aus, habe ich auch schon gesehen. Da erscheint eben diese schwarze Wolke. Und diese Wolke wird euch sagen, dass ihr eure Gegenstände droppen müsst. Also sprich, komplett nackt sein musst ihr, in Anführungsstrichen, damit ihr eintreten könnt. In The World of Shadows, Player need to spend a piece of the ghost soul before the ritual seal. Wie genau das hier drin funktioniert, habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Ihr seht ja auch diese weiße Kugel. Diese weiße Kugel müsst ihr finden. Ihr habt nur ein kleines Problem, bei euch eine gewisse Person am Arsch klebt. Be careful, the soul imprisoned there who served the ancient dark essence wander through the world of shadows. Shadows immediately inform the Mistress of the location if you get too close to them. Also, sprich, wenn ihr in dieser Welt seid, laufen Seelen rum, so Schattenseelen. Wenn ihr diesen zu nahe kommt, geben die einen Sound ab und werden ihr, ja, die Mistress, also ihr den Babo sozusagen anlocken. Die Lady, die an diesem Ort herrscht, die kann euch töten. Deswegen, wie gesagt, genau wie genau das funktioniert, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich sag mal so: Ich habe die Schattenviecher gesehen, ich habe die Mistress gesehen, ich habe diese Kugel gesehen. Doch dann war leider irgendwann Schicht im Schacht. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Was vor allem interessant ist: Das hier kannst du auswählen. Es ist genauso wie das mit den Ritual Conditions, mit den All Improvements, mit den Favorite Things. Kannst du auch das hier auswählen, sprich. Wenn man jetzt Ghost Exile zockt, heißt es das nicht, dass man das hier immer hat. Dass man immer diese Dark Sphere hat und so weiter. Nein, das ist eine Möglichkeit oder eine optionale Möglichkeit. Das kannst du auswählen oder nicht. Dann die Portal Mechanics wurden auch angepasst. Closing Portals have become more interactive. Now you need to approach the portal and say close only once. Then the portal will connect with you and... Over time, will begin to decrease. During the closing of the portal, an event may begin. Be careful. Also sprich, wenn ein Portal erscheint, muss man jetzt nicht mehr close die ganze Zeit schreien oder schließen. Wenn ihr es auf Deutsch habt, ihr müsst das Ganze einmal sagen, dann merkt ihr, wieso praktisch wie das Portal so ungefähr absorbiert. Das Portal wird kleiner. Es kann sein, dass irgendwer da steht, dass man F drücken muss. Da müsst ihr F spammen wie ein verrückter Afghane. Und dann geht's weiter. Und dann habt ihr wieder diesen, dieses Dong, Dong, Dong. So als ob ihr die ganze Close sagen würdet mit dem Unterschied. Ihr müsst es nicht mehr tun. Wenn ich ganz angenehm, finde ich ganz cool. Be careful, after the portal con contacts you, you cannot leave it until it closes. Da müsst ihr aufpassen. Ihr könnt nicht weg davon. Sprich, ihr könnt, wenn der Geist jagt, nicht in den Schrank, außer er ist direkt daneben. Dann vielleicht schon. Aber habt dann vielleicht lieber Kruzifixe dabei. Honoring a piece of the soul. Das ist interessant, denn das hängt mit diesem ersten Teil zusammen, mit ja, dieser Schattenwelt. Und da braucht ihr eben so ein Stück Seele, so ungefähr. Und für die braucht ihr das neue, überarbeitete ähm, Parabolmikrofon. A new mandatory part of the ritual was the veneration of a piece of the ghost's good soul. When a message appears in the ritual book about The need to honor the deceit. Players need to find a room in the house suitable for the ritual of veneration. The directional microphone, which has been completely redesigned in this update will help you with this. Also, es kann sein, dass ihr eben ein Stück Seele braucht, also dieses honoring a piece of the soul. Dass ihr diese finden müsst, und das könnt ihr mit dem, äh, dem Parabolmikrofon machen, das überarbeitet wurde. Ihr seht dann, wie ihr es hier in diesem kleinen Video seht, habt ihr diesen Bildschirm dann und rechts diese Anzeige. Wenn ihr diese Seele näher kommt, dann erhöht sich diese Anzeige, geht in den roten Bereich. Und dann, ja, seid ihr im Grunde richtig. With the help of a direct directional microphone, players need to find a sound source that emits a bright part of the soul. Follow the sound power scale to determine the direction. If you are close enough to the source, a mark with the exact location will appear on the scanner field. Genau. Unten da habt ihr ja diesen komischen Kegel und dort werdet ihr dann so einen kleinen Kreis haben und dort wird sozusagen dieses Stückchen Seele sein. Doch jetzt die Frage, wie bekommt wie kommt denn diese Seele ran? After finding the right room, you must draw a special seal for the ritual of worship and place a bowl of incense on it. Und dann you will be able to continue the banished Ritual? Also seht ihr es ja auch in diesem kleinen Video, ihr müsst dann diese Sigille hinsprayen, diese, diese türkisfarbene, müsst dann diese Bowl in die Mitte stellen und dann, ja, habt ihr es im Grunde geschafft. Dementsprechend gibt es natürlich auch dann zwei neue Seals, also zwei neue Sigillen. Einmal das Ashu Mess. Der Ashu Seal ist a Seal that is used during the Ritual to honor a good part of the soul. Genau, müsst ihr hinsprayen, Ding reinstellen, bam. Da gibt es aber noch die Zaurek. Was? Zaurek. Die andere Segel, sagen wir es einfach mal so. Ähm, mit dieser Segel habt ihr die Möglichkeit, den Geist einzusperren. Das ist ganz interessant. Die platziert ihr am Boden oder die sprayt ihr an den Boden. Dann lässt ihr euch vom Geist jagen. Der Geist kommt, läuft da drüber und bupp, Halte ich mir raus. Für eine kurze Zeit. Ganz wichtig, für eine kurze Zeit. Ähm, das erinnert so ein bisschen an Phasmo, wenn man jetzt zum Beispiel den Geist beschwört. Mit, äh, mit dem Pentagramm, dann ist er auch ein paar Sekunden da drin, kann sie nicht bewegen, kann ich raus, irgendwann kommt er raus. So ungefähr ist es. Oder man denkt jetzt zum Beispiel an Supernatural, die locken irgendeinen Dämon in diese Teufelsfalle und bupp, er kann nicht mehr raus. Mit dem einzigen Unterschied, hier können sie es irgendwann schon. Hier muss auch nichts kaputt gehen, wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen, dass es kaputt geht oder sowas. Aber ja, gut. Dann haben wir natürlich jetzt noch neue Gegenstände oder überarbeitete Gegenstände, in dem Fall zum Beispiel das Directional Microphone. Wir sind ja darauf schon eingegangen. The mechanics of the direction and microphone have been completely redesigned. Now it's an obligatory part of the ritual and serves as a tool for finding a room of worship. The display has become more informative. It has a radial field where the sound source is marked, which emits a piece of the soul and a scale of sound power. Also sprich, achtet darauf, dass das uh, Direction Microphone im Haus ist. Sagen wir es mal so. ist ein entscheidender Part für die Austreibung geworden und ja... Genaueres kann ich natürlich erst dazu sagen, wenn ich, ja, wenn ich wirklich einen Plan habe, sage ich mal so. Also, wenn ich es wirklich auf Herz und getestet habe. Versuche also jetzt einfach nur euch das, was hier steht, so ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen, was nicht zu verwirrend klingt, aber ja, ich finde, das klingt immer noch verwirrend, to be honest. Dann gibt es hier noch etwas Neues, bezogen auf den Tod. Es hört sich jetzt irgendwie sehr, sehr seltsam an, aber na, wenn man verreckt, weil er eine Geist kriegt, wäre es doch langweilig, wenn man einfach nur wieder durch diese Tür dackeln muss und dann ist man im Haus und kann den Leuten zuschauen dachten sich die Entwickler auch. Jetzt gibt es nämlich noch ein Labyrinth. Und zwar The Labyrinth of Death. Now the ghost will not leave you even after your death. He will test you in The Labyrinth of Death. Players, players need to go through the maze and find the right door to be able to help their still alive companions. Auf gut Deutsch, wenn du jetzt stirbst, siehst du die Tür, hinter dir ist wie immer der Geist, du läufst los und fällst in ein Loch. Und bumm. Du bist im Labyrinth. Terrifying Corridors, where ghosts will follow you on your heels and arrange all sorts of traps for you to confusing you with false doors. Sprich, du läufst durch dieses Labyrinth. Auf einmal können Geister vor dir erscheinen. Es kann der Geist, also der Geist vor dir erscheinen. Es können irgendwelche seltsamen Kreaturen vor dir erscheinen. Es kann meine Sackgasse sein. Es kann sogar Türen geben, die auf einmal anfangen rot zu leuchten. Also das drumherum. Weil es falsche Türen sind und du musst einfach schauen, dass du die richtige Tür findest. If the ghost overtakes you, it will begin to absorb the remnants of your soul. Fight it. But keep in mind, you can only fight back against the ghost three times. Then it will devour you. Sprich, du, wenn der Geist dich hat, musst du ganz schnell F drücken. Na? Dann kommst du ihm sozusagen wieder. Das kannst du jedoch nur dreimal machen, sobald du. Ja, sobald es dreimal der Fall war und noch ein viertes Mal geschieht, hast du verkackt, denn dann hat er deine Seele absorbiert und du bist chalker Du bist tot. Aber solange er dich nicht dreimal hat, hast du natürlich noch alle Zeit der Welt. Du kannst dann raus und dann kannst du deinen Freunden wieder helfen. Um, after a successful escape, you will return to the house where you died and will be able to help your friends expel the otherworldly entity. This will help you with the abilities that you will acquire after that. Jetzt hat man Fähigkeiten. Wenn du es geschafft hast da rauszukommen, sprich dieses Labyrinth zu meistern und um wieder im Haus zu sein bei deinen Kollegen, hast du Fähigkeiten. Knocking is the ability to make a knocking sound anywhere in the house. Help your friends find the way by sound. Das ist interessant, jetzt ist die Frage. Ja, ich sag mal so, auf der einen Seite ist es cool. Ja, du kannst jetzt klopfen und das hören deine mates. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch doof, wenn du mit Randoms zockst und die klopfen auf einmal. Dann hast du verkackt. Throwing objects. You can as du kannst, throw some objects in the house. Pay attention to yourself or scare your friends when they last expect it. Sprich, du kannst jetzt Gegenstände werfen, um deine Freunde zu erschrecken oder um einfach auf dich aufmerksam zu machen. EMF Field: The ability to create a strong EMF field anywhere in the house that can slow down a ghost while hunting. Help your comrades know not to share your fate. Also sprich, du kannst jetzt ein EMF Field, also ein elektromagnetisches Feld Machen während der Jagd, also während der Geist deine Freunde jagt, um ihn zu slowen, um ihn auszubremsen. Das ist ganz cool, so, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass sie entkommen. Also, in Bezug auf die Fähigkeiten hat man jetzt ein, so eine Supporter-Fähigkeit, also eine Durch- und durch supporterfähigkeit indem man eben dieses EMF-Feld macht. Man hat eine gemeine Fähigkeit, indem man Gegenstände werfen kann, um deinen ja, Kollegen Angst einzujagen. Und man hat dieses Klopfen, damit du praktisch auch noch deine Mates so ein bisschen in der Richtung locken kannst oder lenken kannst. Du kannst natürlich auch mit dem Werfen in diese Richtung nutzen, aber sonst ist ja eher doof, wenn du geworfen hast, dann wissen die irgendwie, man, manchmal war das der Geist oder du. Also das mit dem Klopfen ist sehr interessant, weil dann kannst du halt so klopfen nach dem Motto und sie gehen da hinterher, kannst du sie auf was aufmerksam machen. You will also receive an additional percentage of insurance if you get out, was, out of the maze of death. Dann gibt es noch mehr oder weniger neue Maps, wobei das eher alte Maps sind, die überarbeitet worden sind. Man kennt es ja bereits, was steht hier darum? Äh, genau, Tremont Street, die Map ganz rechts, die wurde ja bereits überarbeitet, aber es gibt noch zwei weitere. Und zwar House on Woodward Avenue und House on Southwest Boulevard. Die haben, diese drei Häuser haben alle den gleichen Stil. Das sind diese Pseudo-Farmhäuser, sage ich jetzt mal, also mit diesen braunen Schränken, braunen Wände und so weiter. Ähm, finde ich aber ganz schön, finde ich ganz interessant. Eigentlich eine coole Idee. Genau, es gibt drei neue Items und zwar einmal die Essence Bowl. Das ist eben dieser Gegenstand, der auch für das Ritual verwendet wird. Aber du kannst diesen Gegenstand auch für dich verwenden, unabhängig. Du kannst diesen Gegenstand ins Haus reintragen, kannst ihn anzünden und dann regeneriert sich deine Sanity. Ich schätze einfach mal, das hat so einen gewissen Radius, in dem es wirkt, also sprich nicht nur deine Sanity, sondern auch wenn du Mates hast, die in der Nähe stehen, wird auch deren Sanity regeneriert, aber nur so lange, wie es brennt. Deswegen da aufpassen. Dann gibt es noch das Wandthermometer. Das hängst du an die Wand. Alle paar Sekunden kommt ein Piep-Sound. Wenn dieser Piepsound kommt, wird die Temperatur erneuert. Und ja, da hast du einfach ein Thermometer an der Wand. Was ganz cool ist, du kannst die Videocam auf dieses Thermometer richten und dann kannst du praktisch auch im Van die Temperatur sehen. Das ist ganz interessant. Du siehst vor allem dann auch, wenn du sagen wir mal die ganze Zeit 20 Grad hast und auf einmal geht es runter auf 9 Grad, weißt du, der Breakers aus. Finde ich ganz interessant, finde ich cool gemacht. Eine interessante Idee ist, es ist scheiß groß, das wirkt ein bisschen unnatürlich, aber interessant. Und dann gibt es noch den Seal Eraser. Mit dieser, mit diesem Gegenstand kannst du die Segillen, die du gesprayt hast, entfernen. Das kannst du zum Beispiel auch machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast bereits eine Protective Segille hingesprayt. Also eine Schutzsegille. Und, und dann siehst du auf dem Board, shit, du musst das Ritual und, und das äh, vollziehen. Kannst du einfach den Eraser nehmen, also sprich diesen Radierer in Anführungsstrichen, den Löscher. Kannst du die Segelle entfernen und dann sollte auch diese Quest noch klappen. Kann aber auch sein, dass du zum Beispiel die falsche Segelle gesprayt hast, also für das falsche Ritual. Das wird dir im Zuge des Rituals klar und denkst dir, shit, was mache ich jetzt? Kannst du den einfach nehmen, kannst die entfernen, kannst die andere hinsprayen und kannst dann nochmal das Ritual von vorne beginnen. Dann wurden jetzt auch noch die Labels äh, angepasst, und zwar vom Energy Drink, vom Salz, von dem Spray und von den äh, Zellity Pins. Finde ich eigentlich ganz okay. The ghost Company is developing equipment for ghost hunting. Let's thank them for it. Genau, weil diese Ghost Company, die entwickelt uh, Equipment für die Geisterjagd. Jetzt weiß ich natürlich nicht, also steht hier nicht direkt, ob es nur online oder wirklich in Real Life. Aber um die, denen zu danken, haben sie das gemacht. Finde ich eine gute Idee. Finde ich schön. Dann gibt es den, den Dynamic Environment. At the moment, we are working on a new mechanic that will add atmosphere to your gaming sessions. On some maps there are variations of the environment that will give you the opportunity to imagine äh, imagine what was happening in the house before you came. Und das finde ich cool. Man sieht es hier auf den Bildern. Die Unterschiede. Oben sieht es relativ steril aus. Unten hat man dann hier die ganzen Schubläden und der Stuhl steht draußen und, und, und. Das haben sie oder wollen sie mit einführen. Und zwar, oder haben sie mit eingeführt schon. Das ist ein Test. Diese neue Mechanik. Sie wollen dir... Ähm, die wollen es ein bisschen realistischer darstellen. Sprich, die Häuser sehen jetzt nicht immer gleich aus, wenn du reinkommst. Es kann mal sein, dass eben ein Haus komplett verwüstet ist. Das soll dir einfach so ein bisschen Fantasie geben oder die Möglichkeit, ähm, dir etwas vorzustellen. Und zwar, was vorher passiert ist. Ja? Weil so ein komplett kleines Haus, wenn dein Geist ist, es teilweise random. Aber wenn jetzt natürlich hier dann Schubladen sind oder so, das gibt dir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, hey, was ist hier passiert? So eine Vorgeschichte zu entwickeln. Das finde ich ganz cool. Das finde ich sehr interessant. Es wird könnte natürlich auch verwirrend sein, je nachdem, wie die Gegenstände sich deuten, weil hier zum Beispiel mit dem Stuhl, der draußen steht und sowas, du kannst nicht bewegen. Ja? Nicht, dass er dann irgendwie einen Fluchtweg irgendwann absperrt, aber schöne Idee. Sehr, sehr schön gemacht. Das finde ich hier auch vielleicht sogar noch das Coolste, weil man das hier in keinem Spiel bis jetzt hatte. Ich vergleiche das auch gerne mit äh, Phasmophilia zum Beispiel und da hat man es nicht. Deswegen sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ich bin sehr gespannt oder ich bin. Find, alle Änderungen sehr interessant. Jetzt äh, Gestern gab es ein neues Update, sprich am 26. Da gab es aber jetzt nur Bugfixes. Und jetzt finde ich auch, kann man das hier spielen, jetzt kann man sich das genauer anschauen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Auf eigene Gefahr, Ladies and Gentlemen. Und vor allem, das mit, diesem, mit dieser Schattenwelt oder mit diesem Whatever, also diese Neuerungen, die funktionieren auch im Experience Board. Also ihr könnt müsst nicht im Madman-Modus sein, ihr könnt auch eins zurückgehen, aber bedenkt, nicht, dass ihr jetzt davon ausgeht, dass es nur Madman-Modus ist. Welt Experience und wundert euch dann. Auch da müsst ihr aufpassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.